Oh, ich hoffe, ich habe den Ton richtig eingestellt. Ah, sonst kann ich das nachher alles nochmal machen. Naja, mal gucken. Eine Kerze. Sie muss vom Kronleuchter gefallen sein. Aha. Interessant. Dieses Aquarium wird nicht besonders gepflegt. Auf der Wasseroberfläche schwimmt ein toter Fisch. Was war denn das mit dem sechsten Sinn? Moment, da hinten war noch was. Was haben wir hier denn? Hinter diesem Raumteiler kann man sich gut verstecken. Der Diebstahl erfolgte bei Nacht. Daraus schließe ich, dass sich der Täter einfach hinter dem Raumteiler versteckt und dann gewartet hat, bis er allein im Zimmer war. Aha. Seltsam, keinerlei Spuren. Dennoch bin ich mir sicher, dass der Täter sich hier versteckt hat. So, jetzt können wir uns noch die Tür angucken. Als die Bediensteten durch die Glocke alarmiert wurden und schließlich zur Tür kamen, wurden sie Zeuge von dem Diebstahl und dem Feuer, sahen allerdings nicht den Täter. Diese Tür ist nur schwer aufzubekommen und nur der Marquis besitzt einen Schlüssel. Der Dieb konnte also erst aus dem Zimmer gelangen, als die Tür von den Bediensteten geöffnet wurde. Ah, Mr. Holmes. Sie sind schon da. Guten Morgen, Inspektor. Sie kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Scotland Yard ist auf Zack und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber sagen Sie, Mr. Holmes, diesen zufriedenen Gesichtsausdruck kenne ich doch. Haben Sie den Fall schon gelöst? Gut möglich. Wir haben die recht ungewöhnlichen Fußspuren des Diebs nachverfolgt. Ein wahrer Akrobat. Aber was ich nicht verstehe, als die Bediensteten das Zimmer betreten haben, war niemand zu sehen. Ein Akrobat vielleicht, aber unsichtbar? Glaube ich kaum. Die einzige Erklärung ist, dass der Dieb entkommen konnte, bevor die Bediensteten das Zimmer betreten haben. Ich weiß zwar nicht wie, aber das ist die einzige Möglichkeit. Ein halber Punkt für den Doktor, 0 Punkte für den Herrn Inspektor. Es freut mich, dass Sie Ihren Spaß haben, Mr. Holmes. Dann erklären Sie doch mal, wie es war. Dr. Watson lag mit dem Akrobaten richtig, aber unsichtbar war er nicht. Und Ihre Vermutung, Mr. Baines, ist falsch, da sich der Dieb noch im Zimmer befand, als die Bediensteten es betreten haben. Erklären Sie in Gottes Namen, wie es sich zugetragen hat, Mr. Holmes. Watson, wie kann ein Dieb mitten unter 8 Personen übersehen werden? Ich weiß es nicht. Vielleicht war er sehr klein. Spannen Sie uns nicht länger auf die Folter, Holmes. Richtig, er war sehr klein. Klein und außergewöhnlich gewandt. Denken Sie etwa an einen Affen? Und dressiert noch dazu. Ohne Zweifel ein Leontopithecus Rosalia aus Mittelamerika. What the fuck? Der Affe versteckte sich für mehrere Stunden im Zimmer und wartete geduldig auf das Signal seines Besitzers. Als die Nacht hereinbrach und das Zimmer leer war, ertönte ein hoher Pfeifton. Und der Affe wusste, dass nun die Zeit gekommen war, das zu tun, wofür er dressiert wurde. Er verließ sein Versteck und öffnete die Vitrine mit der Spitze eines Diamanten, um die Halskette herauszunehmen. Er lief über den Kamin in Richtung Fenster, stieß dabei jedoch den Schemel um, der wiederum den Kaminschirm mit hinunterriss und schließlich in Brand geriet. Der verschreckte Affe sprang vom Kamin, indem er sich von der Klingelschnur der Glocke abseilte und rief damit die Bediensteten auf den Plan. Er sprang dann zum Fenster und begann damit, mit Hilfe des Diamanten ein Loch ins Glas zu schneiden, wurde dabei jedoch von den Bediensteten gestört, die versuchten, ins Zimmer zu gelangen. Erneut bekam er es mit der Angst zu tun. Er lief hinüber zum Flügel und warf dabei die Notenblätter auf den Boden, bevor er sich im Kronleuchter versteckte, wobei er eine Kerze hinunterwarf. Schließlich gelangten die Bediensteten und der Marquis ins Zimmer, ließen dabei aber die Tür auf, während sie das Feuer löschten. In diesem Durcheinander gelang es unserem kleinen, gewandten Dieb, durch den Gang zu entkommen. So einfach war das. Eine brillante Schlussfolgerung. Bravo, Holmes! Und die Halskette? Ich kann sie von hier aus sehen, meine werten Freunde. Sie befindet sich direkt vor uns. Wir haben das Zimmer von oben bis unten durchsucht, Holmes. Wie sollen wir sie also übersehen haben können? Indem wir dem einzigen Opfer dieses Kriminalfalls keine Beachtung geschenkt haben. Welches Opfer? Niemand ist zu Tode gekommen. Doch, Watson,
ein armer Goldfisch, für den das Schicksal vorgesehen hatte, von einer der wertvollsten Halsketten ganz Englands erdrückt zu werden. Das Aquarium befindet sich direkt unter dem Kronleuchter. Ich verstehe. Der kleine Affe hat sich die Halskette wahrscheinlich umgehängt und sie dann verloren, als er vom Kronleuchter gesprungen ist. Sie ist dann ins Aquarium gefallen, wo sie immer noch liegt. Ja, erstmal aus dem Boden genommen einfach. Marquis, hier haben Sie Ihre Halskette. Etwas nass, aber unversehrt. Mr. Holmes, mit dieser brillanten Demonstration wurden Sie Ihrem Ruf mehr als gerecht. Ich danke Ihnen vielmals, Marquis. Möchten Sie sich von der Echtheit der Halskette überzeugen? Nein, ich erkenne sie wieder. Ich habe schon viele Stunden damit zugebracht, sie zu bestaunen, müssen Sie wissen. Gut, ich lege sie lieber in den Schrank und... Inspektor, gerade wurde eine Bank überfallen. Sie müssen unverzüglich mitkommen. Befehl von Scotland Yard. Was sind das nur für Zeiten? Meine Herren, die Pflicht ruft. Ich empfehle mich, Marquis. Ach, und Mr. Holmes, wie immer gute Arbeit. So, die Halskette ist im Schrank. Die Sache hier hat uns lange genug aufgehalten. Auf nach Hause, Watson. Ah, na, gut, wie Sie meinen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Marquis. War mir ein Vergnügen, meine Herren. Und nochmals, danke. Okay, der Typ hat echt was drauf, das muss man ihm lassen. Auch wenn er den Täter jetzt nicht wirklich gefunden hat. Aber, naja, war ja nur ein Affe. Was kommt jetzt? Die Zeitung von heute Morgen. Holmes, haben Sie den Artikel über Sie gelesen? Nein, Watson, noch nicht. Und ich habe auch keine Zeit. Lesen Sie ihn, bevor Sie gehen. Er ist empörend. Wenn Sie darauf bestehen. Automatisches Speichern? Habe ich das gerade richtig gesehen? Moment, warte mal. Speichern. Okay, ich speichere. Okay, ich mache mal einen komplett neuen Speicherstand. So, dann mache ich mal gerade eine klitzekleine Aufnahmepause, um zu gucken, ob der Ton okay war, weil sonst müsste ich das nochmal mit anderen Einstellungen zocken. Gleich geht's weiter, bis sofort, ciao. So, da bin ich auch wieder zurück und ich sehe gerade mit meiner Aufnahmetaste habe ich oben rechts gerade irgend so ein Messer aktiviert. Es ist natürlich leicht ungünstig, dass meine Aufnahmetaste auf irgendeiner Quick-Taste liegt. Naja, wir sind hier auf jeden Fall in unserem Büro und wir sollen die gute Zeitung lesen, denn der liebe Watson meinte, da steht etwas Empörendes drin. Aber ich möchte mir gerade dieses Schachspiel hier angucken. Kann ich irgendwie ranzoomen? Ne, kann ich nicht. Ich kann hier durchscrollen durch mein Inventar. Tja, ob sich hier wohl Watson und Holmes immer betteln im Schach in epischen Schlachten. So, Zeitung. Hier, Zeitung. Genau, hier, Zeitung. Zeitungsartikel. Der Globe Explorer. Sherlock Holmes auf dem Anwesen der Marquis von Cunningham. Ermittlungen enden in einem Fiasko. Gestern wurde der gefeierte Detektiv Sherlock Holmes in das Herrenhaus der Marquis von Cunningham geladen, um im Anschluss an seine Ermittlungen zum Verschwinden der unschätzbar wertvollen samoanischen Halskette seine Schlussfolgerungen vorzutragen. Die Marquis hatte Holmes mit dem Fall betraut, nachdem die Polizei aufgrund der skurrilen Umstände im Zusammenhang mit dem Diebstahl hoffnungslos überfordert schien. Was nicht verwunderlich ist, schließlich war die Tür zu dem Zimmer, in dem das wertvolle Schmuckstück ausgestellt wurde, während des Diebstahls abgeschlossen. Die Bediensteten wurden in der Nacht von der Zimmerglocke geweckt und informierten gleich darauf den Marquis, der als einziger im Besitz des Schlüssels war. Als er die Tür öffnete, eilten alle in das Zimmer, um das Feuer zu löschen, das kurz zuvor ausgebrochen sein muss. Erst danach bemerkten sie, dass die Halskette auf mysteriöse Weise verschwunden war.
Erstaunlich ist, dass sich vorher niemand in dem Zimmer aufgehalten haben konnte, da alle Fenster sowie die Tür geschlossen waren. Wie gewohnt gelang es Mr. Holmes, den Fall in kürzester Zeit zu lösen und die Halskette zu finden. Ich will Sie nicht mit den Details zum Verschwinden der Halskette langweilen, liebe Leser, sondern gleich zur überraschenden Entwicklung kommen, die der Fall anschließend genommen hat. Okay, das klingt mir so nach einer Mainstream-Verschwörungsmeldung, wie man sie heutzutage in manchen Medien sieht, beziehungsweise in fast allen. Nachdem Mr. Holmes die Halskette in den Schrank gelegt und das Anwesen verlassen hat, bemerkte der Marquis, dass es sich bei dem Schmuckstück lediglich um eine billige Kopie handelte. Auch wenn die samoanische Halskette eher schlicht gehalten ist, so gilt sie aufgrund ihrer seltenen Perlen dennoch als einzigartig. Die Perlen kommen lediglich in einem kleinen Lagunenabschnitt des Archipels gleichen Namens vor und Wissenschaftler führen ihre einzigartige Qualität auf die ungewöhnlich feste kristalline Struktur des Aragonits zurück. Ach du Scheiße, jetzt wird's kompliziert. Die unbezahlbare Halskette wurde Anfang dieses Jahrhunderts von Lord Fenton Arwick nach England gebracht, einem angesehenen Forscher und gleichzeitig Großvater der Marquis. Sie war als Brautgabe für die anstehende Vermählung mit dem Duke of Newcastle vorgesehen. Ach du heilige Scheiße. Erlauben Sie mir eine einfache Frage. Sollten wir nicht mit aller Aufgeschlossenheit die Möglichkeit zulassen, dass die Halskette von Mr. Holmes persönlich gegen eine Fälschung ausgetauscht wurde? Liebe Leser, natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass diese Frage, wenngleich ich sie völlig vorurteilsfrei stelle, manch einen von Ihnen schockieren mag. Aber die Faktenlage erscheint mir eindeutig und sollten unser Urteilsvermögen nicht von unserer Bewunderung trüben lassen, die wir alle für diesen berühmten Detektiv hegen. Nicht zum ersten Mal berichtet der Globe Explorer mit gewissen Vorbehalten über die Methoden von Mr. Holmes. Sicher erinnern Sie sich noch an unsere Berichterstattung über die Flucht von Arsène Lupin, dem französischen Gentleman. Aha, ne, da wisst ihr Bescheid, der sichtlich Spaß dabei zu haben schien, den Ruf unserer Königsfamilie zu schädigen und der aufgrund glücklicher Umstände den Fängen von Mr. Holmes entfliehen konnte. Ohne Spaß, wenn das die einzigen Beweise sind, die dieser Reporter hat, dann ist es aber ziemlich dünn, will ich mal meinen. Damals haben wir es uns nicht nehmen lassen, Holmes indirekt der Mittäterschaft zu bezichtigen. Für jemanden, der sich mit Mr. Holmes hinreichend auseinandergesetzt hat, ist es offensichtlich, dass er vielmehr ein Opportunist und gerissener Täuscher als ein selbstloser Hüter des Gesetzes ist. Ich möchte Sie, liebe Leser, und ich muss liebe Leser immer wieder schreiben, weil ich ein scheiß Journalist bin, an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Beschreibung dieses Gentlemans in den Geschichten seines Freundes Dr. John Watson nur sehr wenig mit der Realität zu tun haben. Aha. Es gilt gegenüber der Polizei und insbesondere gegenüber Inspektor Baines, der derzeit den erkrankten Inspektor Lestrade vertritt, als selbstgefällig und hochnäsig. Ja, das war Holmes schon immer, selbstgefällig und hochnäsig. Im Übrigen soll er regelmäßig Rauschgift zu sich nehmen, darunter Kokain und Heroin. Aus diesen Gründen, liebe Leser, was ich jetzt nochmal schreiben muss, weil ich ein dummer Autor bin, sollten die Verdienste seiner Vergangenheit nicht berücksichtigt werden, wenn sie sich eine objektive Meinung bilden wollen, damit auch sie sich folgende angemessene Fragen stellen können. Handelte es sich bei der Halskette, die Holmes vorgefunden hat, bereits um eine Fälschung? Wenn ja, warum hat er es nicht erwähnt und warum hat er das Schmuckstück persönlich in den Schrank gelegt? Weil der Marquis gesagt hat, die ist echt? Vielleicht? Ist der Detektiv in diese unheilvolle Angelegenheit direkt verwickelt? Handelt es sich um ein ausgeklügeltes Täuschungsmanöver, um die außergewöhnliche samoanische Halskette stehlen zu können? Werte Leserschaft, nun ist es an Ihnen, sich Ihre ganz persönliche Meinung zu bilden, nachdem ich Sie jetzt schon mit diesem Behindertenartikel vollkommen in die falsche Richtung gelenkt habe.